Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part von, oder besser gesagt zum dritten Part wird es dann sein. Mit der zweiten Mission von Dawn of War 40.000. Wir starten gleich mit der zweiten Bericht von Mission. Captain Gabriel Angelos. Die Situation auf dem Planeten Tartarus ist verzweifelt. Während die Blood Ravens die Hauptoffensive der Orks beim Raumhafen zerschlagen haben, ist deren Hauptstreitmacht noch nicht aufgetaucht. Diese sammelt sich in der Wildnis, bis sie stark genug ist, die imperialen Truppen in einer Woge der Zerstörung auszulöschen. Die Blood Ravens werden das nicht zulassen. Die orbitale Überwachung hat ein Gebiet in den südlichen Wäldern entdeckt, in dem sich die Orks sammeln. Orks respektieren nur Stärke, also werden die Größten unter ihnen sie anführen. Wir werden eine kleine, verdeckte Einsatztruppe einschleusen, die diese Ork-Bosse eliminiert. Und jedes Ork-Lager zerstört, in dem sich Orks sammeln. Dies sollte den Kampfeswillen der Orks brechen und ihren unvermeidlichen Gegenangriff verzögern. Wir müssen uns leise verhalten, damit wir diese schlafende Bestie nicht aufwecken. Okay, dann wollen wir das doch gleich mal erledigen. Und wir schauen uns mal einen wunderschönen Ladescreen an. Letztes Mal waren wir irgendwo. Ja, ich habe keine Maus. Wir sehen auf jeden Fall, dass wir jetzt woanders starten. Mission, okay, diesmal sieht es aus wie eine Infiltrationsmission. Gespannt, wie das hinhaut. Für mich ist es natürlich blind. Nur beim bei den späteren Dawn of Wars ist es dann nicht mehr blind. Hier, wo es noch Missionen gibt, schon noch. Infiltration. Ihr habt eure Befehle. Nun geht und möge der Imperator euch beschützen. Mir gefällt dieses Herumschleichen nicht. Ich weiß, alter Freund. Du hast stets den direkten Weg bevorzugt. Wir haben die imperiale Armee. Warum schicken wir sie nicht in den Kampf, anstatt sie wie rohe Eier zu behandeln? Sollten wir auf die Orks treffen, können sie uns nicht standhalten. Wir haben die Orks schon 100 Mal bekämpft. Sie leben für den Krieg. Ein direkter Angriff auf sie würde ihre Moral steigern und mehr von ihnen anlocken. Die Verluste wären enorm. Wozu dient die imperiale Armee, wenn nicht für den Imperator zu sterben? Aber wir sollten eine Reserve bereithalten. Es gibt kaum Unterstützung so weit draußen. Wir wollen nicht, dass man sich nur wegen unseres Leichtsinns an uns erinnert. An uns, alter Freund? Oder an mich? Wir sind Brüder, Gabriel. Du müsstest es besser wissen, als mir diese Frage zu stellen. Ich weiß, worum es geht. Es gab nichts, was du hättest tun können, um Cyrene zu retten. Nenne nie wieder diesen Planeten, Isador. Cyrene war meine Heimatwelt. Meine Verantwortung. Okay. Klingt irgendwie abweisend. Scout Team 3, habt ihr verstanden? Allzeit bereit. Die hiesigen imperialen Wasserwerke sind den Orks in die Hände gefallen. Wenn wir dieses Gebiet zurückerobern wollen, müssen wir zuerst diese Position wieder einnehmen. Scout Teams haben das Gebiet bereits infiltriert und werden ihnen bei ihren Erkundungen helfen. Solltet ihr Schwierigkeiten haben, werden Verstärkungen mobilisiert, um euch zu unterstützen. Gehen in Position. Okay. Wir sehen schon mal die zwei Scouts rumlaufen. Bin gespannt, ob man die aufrüsten kann, dass es mehr werden. Der eine Scout-Trupp ist schon recht wenig mit zwei Leuten. Denke ich mir doch. Dieses Gebiet ist voller Orks. Wir sollten uns an ihnen vorbeischleichen. Wenn wir ihnen zu nahe kommen, werden wir entdeckt. Nehmen das Ziel ins Visier. Scouts Ihr Space Marine-Trupp ist nun für alle Gegner, außer für Kommandanten, unsichtbar. Vergessen Sie aber nicht, dass Sie wieder sichtbar werden, sobald Sie einen Gegner angreifen. Wie ihr befehlt. Erst nach einiger Zeit ist diese Fähigkeit wieder einsatzbereit. Okay. Der Feind ist in Sichtweite. Jetzt ruckelt's. Wir kümmern uns darum. Okay. Ich würde mal sagen, wir schleichen uns da an denen vorbei, weil das ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Wir kümmern uns darum. Der Feind ist in Sichtweite. Wir sind keine Kommandanten, das ist kein... Wir treffen einfach. Moment, sind es jetzt vier Stück. Der Feind ist in Sichtweite. Hier könnten wir ein bisschen mithelfen, finde ich. Scouts, greift an! Oh, okay, geht nicht. Wir können ihn, kann ihn nicht ganz lassen, okay. Wir treffen alles. Gut. Scouts, greift an! Scouts hier. Ja. Die verfluchten Xenos bewachen einen Kontrollpunkt. Scout Team 2 wird mit ihren Scharfschützengewehren kurzen Prozess mit den Orks machen.
Wo? Der Feind ist in Sichtweite. Scouts hier. Der Feind ist in Sichtweite. Okay, erledigt die mal bitte. Scouts, greift an! Erledigt die mal bitte. Wie ihr befehlt. Kommt. Das dauert. Scouts erwarten Anweisungen. Ja. Mhm, jetzt kommen. Stehe unter schwerem Beschuss! Meine Leute haben noch Lebenspunkte genug. Killt's den. Gebiet gesichert. Scouts hier. Nehme das Ziel ins Visier. Ich glaube, Kontrollpunkt identifiziert. Okay, könnte doch nicht unsichtbar machen. Auf Position. Wir treffen alles. Ja. Und trifft nur einmal. Wir treffen alles. Was soll man machen? Na, Moment. Was? Bis jetzt? Ja, okay. Zeugs zurückerobern. Hier unten. Okay, kein Problem. Das machen wir gleich. Scouts bereit. Schick die mal nach vorne. Wir treffen alles. Wir treffen alles. Ja. Da ist eine Ork-Patrouille. Scouten Sie, bis sie vorbei ist, bevor wir versuchen, uns vorbeizuschleichen. Scouts hier. Mhm. Das ist... Oh, was ist denn das? Boss. Okay. Vorsichtig. Nö, Moment. Gebiet gesichert. Scouts auf Position. Bitte unsichtbar machen. Wir treffen alles. Angriff. Oh shit. Scouts erwarten Anweisungen. Zurück. Werde getroffen. Scouts auf Position. Zurück. Die haben schließlich irgendwo einen Boss dabei, der die sehen kann. Hm. Ja. Hm. Scouts auf Position. So. Alle leben. Scouts bereit. Auch wenn wir einen Dings verloren haben. Scharfschützengewehr. Der Feind ist in Sichtweite. Die Patrouille ist gerade da oben, dann sollten wir uns ranhalten und schleunigst da wegziehen. Wir kümmern uns darum. Hopp, 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 Beeilung. Ziel ins Visier. Solange der Boss nicht da ist, nehme ist kein das Problem. Ziel ins Visier. Nehme das Ziel ins Visier. Kommt. So, gut, die Patrouille ist kein Problem mehr. Da ist unser Ziel. Ein großer Ork-Boss, der wohl der Anführer dieses Haufens ist. Schalten wir ihn aus, wird das die Moral der Orks sprechen. Wir kümmern uns darum. Okay. Scouts kommt hier. Ihr? Angriff. Ich würde gern, dass ihr den ausschaltet. Killt den bitte, sehr schön. Gute Arbeit. Der Ork-Boss ist tot. Aber es gibt noch viel Scouts zu tun. Bereit. Nehme Schaden. Wir so, uns geht ihr mal bitte ein ganz kleines Stück hier hin zurück. Ah, Autospeichern. Gehen in Position. Lasst euch mal von denen ein bisschen unterstützen. Die Scouts halten ja nicht ewig viel aus. Kommt. So. Demoralisiert sind die auf jeden Fall deutlich schwächer. Ja. Kontrolle 1. Oh, dieser ist auch noch Tag dabei. Wird ein glorreicher für das Imperium. Gemeinsam zum Sieg. Okay. Gebt acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. Scouts, ja, wir wollen den Raumhafen hier erobern. Scouts, greift an. Sehr schön. Damit haut das schon mal hin. Immerhin haben wir jetzt alle möglichen Leute, die uns was bringen. Boom. Mit diesem freundlichen Stück für die reinzugehen. Ehre des Ordens. Das bringt uns ja absolut nichts. Ja, nur weil die irgendwelche Viecher haben, die wahnsinnig Reichweite haben. Scouts, greift an! Wir treffen alles. Ist auch gut, wenn sie alles treffen. Sehr gut, um es genau zu sagen. Zieh die mal ein Stück zurück. Zieh die mal ein Stück zurück. Wir werden sie aufspüren. So, killt die Türme. Kommt, kommt, Leute. Könnt ihr doch problemlos killen. Infiltriere feindliches Territorium. Ja, infiltriert dies nur mal und wir killen währenddessen mal die Gebäude. Ja. Oder die Orks. Killt mal die Orks bitte, schnell. Boom, okay. Sieht noch aus, als wären noch alle topfit. Sollte das auch kein Problem sein. Und damit können wir hier die Gegner besiegen. Ah, sieht doch schon recht ordentlich aus. Dann zieh ich mal. Acht, Brüder. Der Gegner muss in der Nähe sein. K
Keine Ahnung, ich werde sie jetzt gleich einfach, sobald ich sie rüber, das ist nichts anderes. Kann es keinen Frieden geben. Verteidige Ziel! Wir kümmern uns darum. So, hierhin bitte. Die Scouts wieder ganz vorn. Die anderen mit ihren Beutern irgendwo in Nirvana. Egal. Das wird schon. Wir killen das schon. Wir spielen hier auf normal, Schwierigkeit normal und ich kann mir vorstellen, dass der Fahrt anders aussieht. Gut gemacht. Die Wasserwerke sind unter unserer Kontrolle. Nun müssen wir eine Basis bauen, bevor wir den Rest der Orks jagen. Sag ich ja. Okay. Lasst uns diese Kontrollpunkte einnehmen und eine Basis errichten. Ja, baut mir mal bitte eine Bastion hier hin. Du baust schon mal einen Heuchbasten da. Dann passt das. Bastion braucht noch ein bisschen. Ja, irgendwie sollte man nämlich schon immer ein bisschen was da haben zum Angreifen. Hier, das war ja ein bisschen zu gefährlich gewesen ohne Einheiten. Und sonst wäre der Boss ja alarmiert worden und das wäre ja nicht das gewesen, was wir gewollt hätten. Wie lange dauert das noch? Nicht mehr lange. Können wir hier gleich einen Heuchposten drauf bauen. Verteidige das Ziel. Da drüben fertig ist. Sehr gut. Heuchposten. Baut sich Heuchposten. Das dauert noch, bis das gebaut ist, aber das macht uns ja nichts. Ziel ist im Moment, bauen sie eine Basis. Okay. Benötigt Kapelle, Rüstkammer und Plasmageneratur. Okay. Die Sachen können wir in Kürze bauen. Du baust jetzt mal dem einbauen, das dauert uns ewig. Und derweil haben wir schon mal Ressourcen. Sehr schön. Das gefällt mir, wie es im Moment läuft. Dem Mutanten, dem Ketzer. Aktivieren wir mal die Tarnfelder wieder. Scouts erwarten Anweisungen. Wir kümmern uns darum. Wie sieht's hier aus? Ich glaube, in den späteren Teilen ist das Stealth automatisch an. Und da können die auch gestealth angreifen. Da braucht man dann immer Detektoreinheiten, um die aufzuspüren. Aber da gibt's dann auch extra Detektoren. Die haben schon zwei Spezials. Solange die Feinde des Imperators atmen, kann es keinen Frieden geben. Ja, ich weiß. Plasmawerfer, Flammenwerfer. Flammenwerfer für Scouts? Bin nicht so überzeugt davon. Eure Herrlichkeit. So, baut mal schön irgendwas. Hopp, hopp. Irgendwann müssen die auch mal fertig werden. Eine Kapelle. Hier. Bauroutine 721. Du baust mir währenddessen ein paar Generatoren. Genau, drei reichen für einen Augenblick. Und damit dürften wir hier die Stellung, die mich befestigt haben. Das gefällt mir. Ja, Wasserwerke. Kann man hier irgendwas mit anfangen? Nö, wahrscheinlich nicht. Einfach nur zum schönen Aussehen. Generator ist bald fertig. 700 haben wir im Moment. Wie viel bringt das? Ich glaube, es bringt sogar. Okay, 50 bringt es auf den ersten Schlag. Okay, dann baust du mir hier noch mal eine Rüstkammer hier nebenhin. Eine Rüstkammer, irgendwo kann ich die doch bestimmt bauen hier. Dann bauen wir noch einen Trupp Space Marines, damit wir das Bevölkerungslimit ausnutzen. Und hier kommt... Oh, Truppenlimit können wir erhöhen. Sehr gut. Können wir nämlich noch mehr Leute holen. Scout Trupps brauchen wir nicht noch mehr. Scout Trupps reichen zwei völlig aus. Zumindest hier, schätze ich. Würde ich vermuten, ich bin mir ja nicht sicher. Das ist schon lustig, das Spiel, finde ich. Aber nur in den ersten beiden, also im Dawn of War und im Winter Assault gibt es Missionen, ansonsten ist es einfach eine Karte. Oh, wir werden angegriffen. Das macht aber nichts, die sind gleich da und killen alles. Dann will ich die schweren Waffen erforschen. Es ist mal wieder Autospeichern. Aber immerhin, das dauert nicht lang und es ist sinnvoll. So, tötet die Gegner, hopp hopp. Ich werde die D-Sterfen. Ich brauche mehr von den Punkten. 30. 40, so. 2 können sie machen, oder wie? Okay, ja, das dauert noch, bis es erforscht bestimmt. Okay, wir können wieder ein bisschen mehr machen noch. Okay. Gibt's auch irgendwas, wo man irgendwo forschen kann? Ja, man kann das nochmal erhöhen. Aber bis dahin passt Ihre Anweisungen. Kann man nicht irgendwo... Ach, blöd, das geht hier nicht. Okay.